Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ja, ihr wisst sowieso alle Bescheid, ich bin gerade auf Klassenfahrt, deswegen bin ich auch heute nicht live. Ich bin das nächste Mal live erst am Montag wieder, dann 16 Uhr wieder absolut wild. Dann auch neues Event, Leute, ihr habt wahrscheinlich jetzt schon krasse News gehört zu irgendwelchen Events, was rauskommen soll und was auch nicht. Denn das Video hier ist gerade vorproduziert, ich weiß noch gar nichts über die Events. Aber ja, ich denke mal, wenn ihr das Video jetzt schaut, dann weiß ich auch ungefähr, was da heute Abend noch für ein schönes Event rauskommen wird. Und da gibt es auch auf jeden Fall, Leute, morgen wie immer das Video dazu. Ihr kennt das Ganze ja, was ist Free-to-Play, wie geht das, was geht da, genau, so sieht's aus. Es kann ja natürlich sein, ich lehne mich jetzt groß aus dem Fenster, wenn ich jetzt hier in die Zukunft schaue, aber es kann ja passieren, dass es auch ein Retro-Stars-Event ist. Und für dieses Retro-Stars-Event habe ich nämlich noch ein paar schöne Designs bekommen, was ich eigentlich ganz gerne mit euch anschauen wollte. So, Retro-Stars-Event, absolut wild. Ja, wurde mir, wie schon gesagt, ein schönes Design zugeschickt. Und ich denke mal, wir schauen uns einfach mal jetzt hier gemeinsam nochmal die Spieler an, das Design an, was auch immer. Da könnt ihr auch gerne mal dann noch eure Meinung dazu in die Kommentare ballern, Leute. Wen würdet ihr euch davon holen? Auf wen hättet ihr Bock? Genau, welcher Spieler sagt euch am meisten zu? Würdet ihr es genauso feiern oder eben nicht? Kurz nochmal so, was Retro-Stars ist. Retro-Stars ist ein Event, da werden Spieler, die es schon mal in einem vorhergehenden Event gab, nochmal ein bisschen aufgewertet von den Stats her, vom Rating her. Und das heißt, es gibt dann auch wieder zum Beispiel TOTW-Spieler, die aber halt alle dasselbe Design haben, das Retro-Stars-Design, aber sie haben halt die Karte von vorher und die halt ein bisschen aufgewertet wurde. Um das jetzt mal hier so ein bisschen zusammenzufassen, Leute. Und ja, ich denke mal, das soll eigentlich schon alles so, soll eigentlich alles gesagt sein. Schreibt gerne, wie schon gesagt, gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Und ich blende euch einfach mal den ganzen Lachs ein. Das ist auf jeden Fall das Card-Design, was es hier geben könnte. Und hier fangen wir natürlich auch an mit den Spielern. Mit einem Iago, brasilianischer LV, kennt man wahrscheinlich noch vom TOTW. Ja, es ist natürlich jetzt eher eine 91er-Karte, aber wir steigern uns auch gleich noch, bevor jetzt hier noch der Isha kommt, ich sag's gerade, vom Neuanfangs-Event, ganz am Anfang von FIFA Mobile 22, hat er auch nochmal eine Karte bekommen. Jetzt steigern wir uns aber mit einem Consigli, auch als TOTW-Karte, 92er-Torhüter, auch sehr, sehr geil. Hier auch als ein Elanga, auch geil, was der bei United gemacht hat. Linker Flügel, Laternen-Event war er damals und jetzt aber, der würde bestimmt richtig viel Tempo haben. Stones, auch eine geile Karte hier. Ich weiß gar nicht, wie das hieß am Anfang von diesen Karten da. 94er, aber trotzdem sehr, sehr geil. Achso, jetzt und später war das. Dani Alves, auch geil. 95er hier von der Liga-Tour. Gab es ja auch mal diese Karte. Absolut geile, absolute Legende bei Barca natürlich. Ødegaard, auch sehr wild. 95er ZOM. Bei Arsenal, da gehört er einfach hin, Leute. Da gehört er einfach hin. Und natürlich auch ein Ibrahimovic, Alter. Ibrahimovic, die alte Legende. Nochmal eine Champions League-Karte von Mailand, Alter. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Ribéry darf nicht fehlen als 96er ZOM natürlich hier. Bayern-Legende auch jetzt bei Turin. Und hier auch was Kleines vielleicht für die Stuttgart- oder Bundesliga-Fans hier unter euch. Silas Wamangituka. Ich weiß nicht, ob man Wamangituka noch sagt, aber auf jeden Fall Silas 96 auch geil. Genau, 96er hier wie vom Schatzsuche hier. Der McTominay auch sehr, sehr geil. Den hatten wir ja erst vor kurzem noch. Dann Inaki Williams ist auch geisteskranker Spieler, heftiger Stürmer vom Karnevals-Event. Sehr geil, ich glaube, das ist der am längsten spielt oder so in der La Liga. Irgendwie war das so. Ich glaube, seit 2018 kein Spiel mehr verpasst oder so. Juri Tielemans hier, Heartbreaker 97er, auch geiler ZM-Spieler. Da sehe ich mich auch auf jeden Fall. Adama Traoré, RF 97, Top-Transfer natürlich hier, bestimmt sehr, sehr schnell auch. Calvert-Lewin, auch geil, als von der Schatzsuche-Event hier, hatten wir ja auch, glaube ich, erst letztens bei Verlies, 98er-Karte, auch sehr, sehr nice, wie Joao Felix auch, den hatten wir ja auch hier beim Neuanfang, auch eine 98er-Karte, sehr, sehr geil, der hat auf jeden Fall ein ordentliches Upgrade dann bekommen, einen Sancho hätten wir auch noch am Start hier, auch geiles Upgrade, eine TOTW-Karte hier aus 98 dann auch hochgepusht durch das Retro-Stars-Event und hier nochmal einen Tomori, auch vom Schatzsuche-Event 99er.
Sehr, sehr geil, Leute. Sehr, sehr geil. Und wir kommen auch zur Bundesliga nochmal ein bisschen hier. Marco Reus, auch sehr, sehr nice hier vom Bundesliga-Tots. Als 99er ZOM-Karte wahrscheinlich, sehr, sehr nice auf jeden Fall für Leute, die Bundesliga spielen wollen oder Marco Reus mögen. Dann Donnarumma natürlich auch vom Toti hier, 99er Toti, absolut heftig. Dann haben wir hier noch einen Rodrigo vom POTM, Leute, als 100er Karte, die erste 100er Karte. Und eine haben wir noch, eine krasse 100er Karte. Und die kommt nämlich hier, einen Sergio Ramos vom, ich weiß gar nicht, was das für ein Event war. Aber auf jeden Fall gab es dieses Event, irgend so ein Frühlings- oder Sommer-Event oder sowas. Und hier haben wir noch die Event-Icon Shevchenko, auch sehr, sehr geil, als 99er mit am Start. Und die Prime-Icon kommt hier nochmal. Jawohl! Hidetoshi Nakata, absolut wild, als 101er ZOM. Sehr, sehr nice, Leute, das ist es. Ja, Leute, jetzt habt ihr alles gesehen. Was sagt ihr dazu? Wie schon gesagt, alles gerne mal reinhauen in die Kommentare. Wir würden einfach mal so sagen, wir sehen uns live am Montag, morgen wieder im Video, Leute. Und ja, enjoyed, es wird wild, Leute. Und das heißt, bis zum nächsten Mal und tschüss.